Wer ist denn das eigentlich? Wie heißt denn der? Sagt er, der heißt Rind. Er ist mein Halbbruder. Wir haben die gleiche Mutter, aber verschiedene Väter. Der Jochen war immer schnell. Also stehen war nicht so sein Metier. Irgendwas musste sich immer bewegen. Es hat also mit dem Tretroller angefangen, dann ist das erste Fahrrad gekommen. Moped war nach dem Fahrrad natürlich das erste interessante Objekt. Dann kommt einer herein, die Haare ins Gesicht, eine Strickweste, eine grüne, schief zugeknöpft. Die Schuhe, in einem war ein Schnirrl drinnen, im anderen war ein Schürpantl. Everybody was talking how fast he was, and I think I read in the motor magazines before I ever saw him. Das ist ein Schaß. Ich sehe nichts, da sieht man nichts aus. Er ist ja bisher nur Tourenwagen gefahren. Nicht sagt er, das taugt mir überhaupt nicht. Gut, Schnitt. Manchmal hat er dann gesagt, komm, geh mal haubeln. Guck mal die Kurve jetzt, wie das geht. Ich sag, du siehst doch gar nicht, ob einer kommt. Doch, das fühle ich schon, meint er so ungefähr. Für heutige Verhältnisse ist es unglaublich und auch unfassbar, was im Straßenverkehr alles möglich war. Und es hat fürchterlich geregnet. Die Großmutter hat furchtbar darunter gelitten, unter dieser Rennerei. Also für die war das voll da geradeaus. Und ich habe gesagt, sag einmal, Jochen, hast du schon mal was von Aquaplaning gehört? Sagt er, ja, was ist das? Hab ich gesagt. Der Jockey, sagt sie, der Jockey immer, wenn der bloß mal nicht immer so schnell fahren würde. Sagt er, du brauchst du nur das Lenkrad gerade halten, dann bist du durch die Latten durch und fährst wieder geradeaus. And he was amazing, you know, he was always going sideways, you know, that was more spectacular. And we went to the movies together, just the two of us, an outdoor movie. So we had to drive the car and then sit in the car, two boys. It never happened in those days. Everybody was looking at two boys in the movie theater. Everybody else had a girlfriend. Und wie der Jochen eröffnet hat, er wird für Lotus fahren, habe ich gesagt, aber du weißt schon, was da alles bricht ständig. Na, warten Sie einen Moment, das weiß ich. Und dann hat er sie fertig gemacht und ist rausgefahren. Ich habe rein gewählt,
nach der Güte des Autos und nach keinem anderen Aspekt.